Das ist meine Lieblingsbuchreihe. Ich habe es ja schon ein paar Mal häufiger erwähnt, aber ich dachte, die Reihe hat es verdient, dass ich auch nochmal ein extra Video dazu mache. Tatsächlich sind es die Dreamlab Billionaires. Der erste Teil ist für Fine Print, der zweite Chips and Conditions, was übrigens auch mein Lieblingsbuch generell ist, und der dritte Teil ist gerade rausgekommen, Final Offer. In den Büchern geht es um drei Brüder, die jeder ihr eigenes Buch bekommen haben. Im ersten Teil geht es um Rowan, den jüngsten Bruder, im zweiten um Declan, den ältesten, und im dritten um Cal, den mittleren. Sie sind Teil eines riesigen Familienunternehmens, das sozusagen basically Disney ist, aber es wird Dreamland genannt. Also denen gehören Streaming-Anbieter, Dreamland, das ist so ein Freizeitpark, Filme, es ist basically Disney. Und jetzt ist vor kurzem ihr Opa gestorben und um an das Erbe ranzukommen, müssen sie gewisse Dinge tun, denn ihr Opa hat das so im Testament verfasst. Rowan soll in den Freizeitpark und gucken, was man da verbessern kann, wo er Zerab trifft und wir haben sozusagen eine Workplace-Romance. Declan soll endlich heiraten und ein Kind bekommen, weshalb er seine Sekretärin einspringt und wir Fake-Dating, Marriage of Convenience und so weiter haben. Kay soll ein Familienhaus verkaufen, wo aber mittlerweile seine Ex drin wohnt. Wir haben eine Second Chance. Und Leute, ihr müsst wissen, ich hasse Second Chance eigentlich, aber das war so gut. Ich persönlich habe jetzt natürlich folgendes Problem. Die sehen so aus und das sieht so aus. Das macht mich auch ein bisschen sauer. Aber was soll ich tun? Leute, die Romance ist in allen Büchern gut. Ich glaube, ich mag alle Charaktere. Und der Spice ist auch wirklich gut. Also ran an Speck, meine lieben Freunde. Ran an Speck. Und für die Mäuse, die nicht so gerne auf Englisch lesen, die Bücher werden gerade übersetzt. Also ihr habt keine Ausreden mehr.